Hi, grüß dich, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich über meiner Meinung nach die beste Einstiegs-Cinema-Kamera sprechen. Das ist meiner Meinung nach die Pocket 4K. Absolut geile Kamera. Was sie kann, was sie nicht kann und warum sie aber trotzdem die perfekte Einstiegskamera ist, das erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Hi, grüß dich, ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews, aber auch um DaVinci Resolve Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Damit unterstützt ihr den Kanal und ermöglicht halt, dass Videos wie solche hier möglich sind. Also wirklich, wenn euch das Video in irgendeiner Form geholfen hat, dann gern liken, abonnieren und diese Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keines der anderen Videos. Die Kamera kostet momentan so um die 900 Euro, Tendenz sinkend. Und ja, sie hat auch, wenn ihr die Kamera kauft, eine DaVinci Resolve Studio Lizenz mit dabei, die ja auch schon 350 Euro sowas in dem Dreh kostet. Also der Wert der Kamera ist wirklich super. Was ich auch sagen muss, die Bildqualität, was ja mit das Wichtigste ist, ist einfach bombastisch. Also der Sensor, der hier drin ist, den finde ich persönlich vom Bild und vom Look noch besser als den, der in der 6K drin ist. Oder 6K Pro in dem Fall. Ich würde die Kamera aber nur mit einem Speed Booster benutzen, weil ich persönlich kein Fan von diesem Micro Four Thirds Crop bin, der ja zweifach ist, ne? Sondern eben mit dem Metabone Speed Booster oder mit dem Viltrox kommt ihr so auf einen Crop Faktor von 1,4, 1,3 und damit habt ihr noch ein weiteres Blickfeld eigentlich als die Pocket 6K. Was echt cool ist. Die Kamera nimmt intern in 4K 60 auf und kann auch in Full HD 120 Frames aufnehmen. Und ja, sie hat super guten Dynamikumfang, Dual Native ISO, Timecode. Sie hat auch Mini XLR an Bord, also auch guten Ton. Und ja, also insofern kann ich wirklich sagen, dass das Bild sehr schön, sehr organisch aussieht. Auch die Hauttöne. Ob nun Apple Pro ist oder Blackmagic RAW, was ich da aufnehme, spielt im Endeffekt keine Rolle. Die Bildqualität der Kamera ist echt super und gerade in 4K mit 12:1 in Blackmagic RAW habt ihr umgerechnet sehr, sehr kleine Dateien am Ende des Tages. Großes Manko der Kamera ist und war schon immer die Akkulaufzeit. Sie nimmt mit Canon LPE 6 Batterien auf. Das sind so die, die in der R6 drin sind oder 5D Mark IV früher, R5, EOS R. Das ist ganz gut, weil jeder wahrscheinlich irgendwie so einen Akku rumfliegen hat. Ich habe davon auch mehrere. Bloß das Problem ist, die Kamera nimmt damit maximal nur 40 Minuten auf, wenn überhaupt. Besser ist, entweder über D-Tap dann einen V-Mount zu benutzen. Und wenn ich jetzt Run-and-Gun-Aufnahmen mache, meistens habe ich die für irgendwelche Jobs am Stativ oder so, und dann ist auch ein V-Mount dran oder Dauerstrom. Aber wenn ich jetzt so Run-and-Gun-Aufnahmen mache und ich war zuletzt längere Zeit in Italien unterwegs und da wollte ich einfach ein sehr kleines Setup haben und da habe ich die Kamera dann eben mit einem V-Mount betrieben, aber eben ich habe hier einen Brustgurt gehabt und da habe ich dann quasi den Mini-V-Mount drin gehabt, 98 Watt. Damit ja, läuft die Kamera halt einfach ewig und genau, auch mit dem Bildschirm hier hinten, der könnte ein wenig heller sein, aber ich fand, der war immer noch bei Tageslicht gut zu sehen. Schade, dass er natürlich nicht flippbar ist oder so, aber ansonsten kann man mit diesem Setup wirklich sehr, sehr gut arbeiten, wie ich finde. Eine Sache, die ich auch noch wirklich jedem empfehlen würde, ist bei der Kamera immer einen UV- oder IR-Cut-Filter zu benutzen, weil der ist hier nicht vor dem Sensor verbaut. Das hat Red zum Beispiel auch nicht. Ari zum Beispiel auch nicht. Canon hat das zum Beispiel oder Sony. Aber was im Endeffekt passiert, wenn ihr stärkere ND-Filter benutzt und wenn es draußen super hell ist, sagen wir mal, ihr nutzt 6 oder 8 Stops ND und habt keinen UV- oder IR-Cut-Filter, dann würde halt eben passieren, eine sogenannte IR-Pollution, dass eben zu viel Infrarotlicht auf den Sensor trifft und sich die Schatten dann rötlich färben. Ich habe dazu auch ein Video, das verlinke ich euch mal hier. Und deswegen immer einen UV- oder IR-Cut-Filter davor, dann habt ihr das Problem nicht. Oder wenn ihr höherwertige NDs benutzt, zum Beispiel in Madbobs, ich habe da zum Beispiel welche von die Element ND-Filters, die filtern auch Infrarotlicht raus.
Genau, also da müsst ihr aber dann in dem Fall drauf achten. Also wenn ihr hochwertige MacBooks in D4 habt, dann solltet ihr das Problem eigentlich nicht haben. Falls du dich mehr für das ganze Thema Filmemachen interessierst, dann möchte ich dir meinen eigenen Online-Kurs Filmemacher Pro empfehlen. Dazu habe ich auch ein einstündiges kostenloses Webinar, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Filme verrate, sowie meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. Webinar ist komplett kostenlos, verlinke ich dir einfach mal unten und da kannst du auf jeden Fall jede Menge lernen. Und wenn du dir auch die Frage stellst, okay, Pocket 4K ist wahrscheinlich ganz cool, aber ich weiß nicht, ob die Kamera überhaupt das Richtige für mich ist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einfach mal so eine Kamera vorher mal für ein paar Tage zu mieten und die in den Szenarien zu benutzen, in denen du hauptsächlich arbeitest, um einfach zu schauen, funktioniert die Kamera für mich, weil das ist für jeden anders. Und auch da, ich habe die Kamera in meinem eigenen Rental, Steady Rental, kannst du einfach mal online schauen und anfragen und dann können wir dir die Kamera gerne zuschicken. Und wenn du insgesamt noch Fragen hast zu der Kamera oder zum Video insgesamt, dann du kennst das ganze Spiel, ab damit in die Kommentare. Und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, mach's gut, ciao.